Hemimetabola und Holometabola. In der aktuellen Systematik der Entomologie tauchen die beiden Begriffe Hemimetabolismus und Holometabolismus auf. Dabei werden die Insekten aufgrund ihrer Ähnlichkeiten in ihrer Entwicklung in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Bedeutung der beiden Fachwörter ergibt sich aus dem Begriff Metabolismus, das ist der Gestaltswandel vom Ei zum Imago, und den beiden Vorsilben Hemi für unvollständig und Holo für vollständig. Die Holometabola umfassen die Insekten, die einen kompletten Gestaltswandel durchlaufen. Ihre Entwicklung beginnt mit dem Ei. Aus diesem Ei schlüpft eine Larve, die sich später verpuppt, und schlussendlich schlüpft das Imago. Die folgenden 11 Ordnungen gehören zu den Holometabola: Megaloptera, die Großflügler, Raphidioptera, die Kamelhalsfliegen, Neuroptera, die Netzflügler, Coleoptera, die Käfer, Strepsiptera, die Fächerflügler, Hymenoptera, die Hautflügler, Trichoptera, die Köcherfliegen, Lepidoptera, die Schmetterlinge, Mecoptera, die Schnabelfliegen, Siphonoptera, die Flöhe, und Diptera, die Zweiflügler. Alle anderen Insektenordnungen durchlaufen nur einen unvollständigen Gestaltswandel. Ihre Entwicklung beginnt mit dem Ei und führt über die Larve direkt zum Imago. Es findet keine Verpuppung statt. Die folgenden Ordnungen gehören zu den Hemimetabola: Ephemeroptera, die Eintagsfliegen, Mantodea, die Fangschrecken, Zygentoma, die Fischchen, Thysanoptera, die Tripsen- oder Fransenflügler, Phasmotodea, die Gespenstschrecken, Mantophasmotodea, die Gladiatoren, Kalifera, die Kurzfühlerschrecken, Ensifera, die Langfühlerschrecken, Odonata, die Libellen, Blattodea, die Schaben, Hemiptera, die Schnabelkerfen, Psocoptera, die Staubläuse, Plecoptera, die Steinfliegen, Embioptera, die Tarsenspinner, Isoptera, Termiten, Phtiraptera, die Tierläuse, Auchenorhynchia, die Zikaden.